Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es um einen 75.000 Euro großen Jackpot geht. Einen 11-fach-Jackpot beim Toto. Toto ist ein österreichisches Spiel von den österreichischen Lotterien, wo ich aus insgesamt 18 Spielen, die was hier vorgegeben werden, 13 Spiele richtig haben muss, um diesen Jackpot zu gewinnen. Und ja, ich möchte euch das ein bisschen zeigen, was ich da wieder so am Start habe und wie es bei mir ausschaut, zur Rallye 13 richtige zu haben. Und aktuell schaut es nämlich gar nicht so schlecht aus. Schauen wir uns das einmal hier an. Das ist dieser Toto-Systemschein, den was du hier siehst. Und zwar habe ich hier ein System gespielt, das sich 7-6-0 bezeichnet. Das bedeutet, ich habe 7 Banken, 6 Zwei-Wege und 0 Drei-Wege. Und insgesamt habe ich für dieses System, das ist das hier unten, 46,50 Euro investiert. Und auf der rechten Seite siehst du jetzt auch alle Spielbegegnungen, die ich hier ausgewählt habe. Das ist hier Spiel 1, 2, 3, 4, 5, das geht dann runter bis 7. Dann das Spiel 9, das 10er Spiel, das 12er, 14, 15 und 18. Also das sind diese 13 Spiele, die ich hier ausgesucht habe. Und diese 46,50 Euro waren dann dementsprechend von meinem Bankroll-Management her unter 5% von meinem Gesamtbankroll, was ich für diese Art ausgeben möchte. Und die, was sie meinen Kanal schon länger anschauen, meistens mache ich das so, dass wenn ich zum Beispiel über Surebets dann Gewinne realisiere, dass ich eben einen Teil davon dann auch für solche Sachen dann einmal investiere. Das heißt, da sichere ich gar nichts ab, zumindest einmal jetzt für den Anfang noch nicht. Und jetzt schauen wir uns einmal hier an, was ich hier schon richtig habe. Du siehst das hier schon in grün. Das heißt, Sturm hat gewonnen hier mit Siegtipp 1. Das war eben eine sogenannte Bank, eine von 7. Und dann haben wir hier Austria Klagenfurt gegen Wolfsberg. Da habe ich direkt das Unentschieden gesetzt. Und das ist zum Beispiel verschoben worden. Und dann gibt es eine sogenannte Ersatzziehung, wo dann per Zufall dann ein Ergebnis ermittelt wird. Das heißt, hier wurde das Unentschieden gezogen, obwohl das noch gar nicht stattgefunden hat. Somit ist dieser Tipp auch schon richtig. Dann haben wir hier Middlesbrough gegen Millwall, wo ich auf Siegtipp 2 gesetzt habe. Das ist 0-1 ausgegangen. Dann Blackburn Rovers gegen West Bromwich ist 2-1 ausgegangen für Blackburn Rovers, also Siegtipp 1. Und Watford gegen Queen's Park Rangers hatte ich auch Siegtipp 1 mit einem 4-0. Somit siehst du hier den ersten Tag souverän über die Bühne gebracht. Das heißt, wir haben hier jetzt in Summe 5 von 13 schon richtig. Und jetzt ist zum Beispiel auch immer ganz interessant, okay, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass die anderen noch alle kommen? Und was würde ich denn ausbezahlt bekommen, wenn ich das jetzt zum Beispiel mit einer fairen Quote bespielen würde? Das heißt, ich habe es nicht einmal die Quoten von den Wettanbietern hergenommen, sondern wirklich die Quote von der Börse mir angeschaut. Und das schaut dann zum Beispiel wie folgt aus. Und zwar bin ich jetzt hergegangen, alle restlichen 8 Spiele, die was jetzt hier noch fehlen, die siehst du jetzt da hier. Und ich bin jetzt dahergegangen und gesagt, okay, das siehst, jetzt habe ich noch 4 Banken und 4 Zwei-Wege offen. Und wenn ich jetzt die Quoten von der Börse hernehme, die habe ich dann hier eingetragen, dann siehst du natürlich, ich habe jetzt noch hier 3 Banken, die unentschieden ausgehen müssen. Und eben hier da die Doppelchancen und hier noch einmal eben eher den Favoriten von Manchester City. Und würde ich jetzt diese Quoten alle miteinander multiplizieren, dann ist das eine Gesamtquote von 268,88. Und würde ich jetzt da eben nur diesen einen Tipp noch spielen, also diese Achterkombi, und dafür jetzt das 46,50 Euro aufbringen, dann könnte ich jetzt da hier maximal noch für diese Wetten hier maximal noch 12.000 Euro, also 12.500 Euro gewinnen. Da die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich das jetzt so aufgeht, diese ganzen 8 Spiele, ist natürlich trotzdem immer noch sehr schwindend gering mit nur 0,37%. Ja, das heißt, so 99,7%, 99,6% werden wir einfach diese Wette eben hier nicht gewinnen.
zumindest halt, dass ich alle richtig habe. Beim Toto ist es so, da fängt es schon an mit 10 Richtige, dass man hier auch schon etwas bekommt. Aber das wird dann meistens halt weniger sein, als ich hier in Summe investiert habe. Aber nur, dass man einen Vergleich sieht. Das heißt, wenn der Jackpot 75.000 Euro ist und ich würde das jetzt da durch diese 46,5 dividieren, dann würde das eben einer Gesamtquote von 1.612,90 entsprechen. Und jetzt da mit den restlichen, die was ich noch habe, ist es im Endeffekt das die 1:268,88. Ja. Also, es ist zwar mega gering, aber ihr könnt euch das dann morgen hier anschauen. Es geht dann hier los um 13:30 mit diesen drei Spielen hier. Mal schauen, wie es danach ausschaut. Ob Anderlecht, Antwerpen das noch unentschieden ausgeht und hier Karlsruhe und Nürnberg. Vielleicht kann man ja, wenn jetzt da hier, gut, das sind jetzt wieder viele Parallelen, ne? Das letzte Spiel, was das ist morgen um 18 Uhr, Sunderland gegen Ipswich. Hier könnte man theoretisch gesehen, wenn es alle anderen schon richtig sind und nur noch das letzte Spiel überbleibt und es noch unentschieden steht, also da müsste man dann schon eher in der zweiten Halbzeit sein, dann könnte man theoretisch gesehen noch was auf zum Beispiel der Börse machen, dass man da was gegenspielt, wäre eine Möglichkeit, ja, wo man dann zum Beispiel sagt, es geht nicht unentschieden aus und jetzt lege ich halt hier Betrag X. Nur, wenn ich das natürlich mache, habe ich halt natürlich die Ungewissheit, wie viel kann ich da dagegen lehnen, weil wenn jetzt da eben mehrere Leute dann diesen Jackpot knacken, dann müssen wir uns das ja dann teilen, na, das kommt ja auch noch dazu. Das wäre ja nur der Fall, wenn ich alleine diesen Jackpot gewinnen würde. Ja, es bleibt spannend, da könntest du mal mitfiebern, mal schauen, ob was wird. Und ja, nur, dass ihr mal seht, dass ich das auch hin und wieder mal mache, solche Jackpot-Partien und ja, wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß mit meinen Videos, abonniere den Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao!